Kinderarbeit, Umweltzerstörung und Ausbeutung haben in globalen Lieferketten nichts verloren. Freiwillig tun Unternehmen aber nicht genug, um das zu verhindern. Daher brauchen wir starke Lieferkettengesetze in Deutschland, in der EU und weltweit. Ein Weltmarkt für Smartphones macht Sinn. Ein Weltmarkt für Milch ist Unsinn. Zu viel Globalisierung heißt zu viele Verlierer. Das muss sich ändern. Mehr regionale Wirtschaftskreisläufe statt immer neue Freihandelsabkommen ist besser für uns alle. Klimaneutralität 2045, meine Damen und Herren, verändert alles. Denn sie zeigt, wir müssen die Dinge nicht nur besser, sondern wir müssen sie anders machen. Und genau dazu möchte ich Sie einladen. Haben Sie Mut. Regieren Sie anders. Regieren Sie klimaneutral, regieren Sie weltweit wichtig. Wir müssen das Klima retten und Menschen. Wir brauchen eine sozial-ökologische Wende, die alle mitnimmt, keinen zurücklässt. Dazu müssen wir die Armut abschaffen und umverteilen. Wir treten ein für weltweite Klimagerechtigkeit. Wir wollen, dass die Kaffeebäuerin in Äthiopien ihre Kaffeepflanzen nicht an den Klimawandel verliert. Dass sich auch der Krankenpfleger in München die Miete für eine energetisch sanierte Wohnung leisten kann. Und dass alle Familien in Jaipur wie in Plön Zugang zu sauberer, grüner Energie bekommen. Damit die Agenda 2030 umgesetzt werden kann, brauchen wir einen Wechsel in allen Politikbereichen und eine verlässliche Finanzierung der internationalen Kooperation. Gesellschaftliche und politische Polarisierung und Radikalisierung nimmt zu. Die Zahl bewaffneter Konflikte und Kriege stieg zuletzt weiter an. Weltweit setzen sich zivilgesellschaftliche Organisationen für gewaltfreie Konfliktbearbeitung und Friedensförderung ein. Sie brauchen unsere Unterstützung. Alle gesellschaftspolitischen Probleme der Gegenwart sind in ihrem Kern auch menschenrechtliche Herausforderungen. Die Klimakrise, Digitalisierung, gerechtes globales Wirtschaften, Flucht oder auch die Corona-Pandemie. Wir brauchen politische Parteien, die Menschenrechte in das Zentrum ihres Handelns stellen.